Willkommen zurück bei Paper Mario 2, die Legende vom Millionentor. Beim letzten Mal haben wir das zweite Sternhügel bekommen und Crucellus im Baum der Bubus besiegt. Die Szene mit Peach, Tech und Crucius haben wir bereits gesehen. Nur Bowser, der fehlt noch. Wie weit ist er denn gekommen? Davon muss es sein. So ist es, eure Scharfsichtigkeit. Meines Wissens wurde die Prinzessin in dem Dorf östlich von hier gesehen. Sehr gut, Kimmy Cooper. Dann ist das unser nächstes Ziel. Ihr seid unglaublich männlich, eure Heißatmigkeit. War das gerade eine Anmache? Geil. So, und jetzt kommt was ganz Lustiges. Wir spielen Super Mario Bros. Mit Bowser. Nette Idee, oder? Und es gibt keine Pilze, es gibt Fleischstücke. Und Bowser wird immer größer. Für den gibt es keine Feuerblume, ist klar, weil er schon eine Feuerblume hat. Nein, das Power-Up ist weg. Schade, weil wenn man genug Power-Ups hat, dann kriegt er so eine Sternform. Also er wächst jetzt nochmal. Achso, jetzt schon, okay. Bäm. Und weg damit, das braucht er nicht. Ich finde es eine richtig geile Idee. Und zu späteren Zeitpunkten gibt es dann auch andere Level davon. Und es symbolisiert halt immer den Weg von Bowser irgendwo hin. Und jetzt ist er halt nach Cooperheim gegangen. Herzlich willkommen in... Ich will doch gar nichts von diesen Winzlingen. Also, wo ist die Prinzessin, ne? Eure Verknalltheit, seht nur da! Peach! Oh, meine Prinzessin! Ich habe dich überall gesucht, du Holde! Freust du dich nicht? Der gute alte Bowser ist gekommen, um dich zu retten! Doch Peach antwortet nicht. Warum so still? Komm mit, ich zeige dir meine renovierte Festung. Die freudige Überraschung hat ihr ohne Frage die Sprache verschlagen. Die Herzen der Frauen sind unergründlich. Ja, da hat Cammy Cooper recht. An wen denke ich nur gerade? Ihr könnt eure Vermutungen in die Kommentare schreiben. Ja, so. Das ist also die wahre Damenhaftigkeit. Nun, eine schweigsame Prinzessin ist auch sehr attraktiv. Okay, Bowser. Nein! Mein Schatz, mein lebensgroßes Prinzessin-Peach-Poster. Das gebe ich auf gar keinen Fall her. Nein, nie im Leben. Weg damit. Epic Fail. Ein Poster? Oh, das kann doch nicht sein. Was bin ich nur für ein Honk? Fail! Bowser ist quasi bei Null. Da sind selbst die Krusionen weiter, denn die haben ja schon ein Sternnobel, wie wir bereits erfahren haben. Aus Rohlingen. Verdammt. Egal wie viele wir vor ihnen finden werden, sie werden immer eins besitzen. Scheiße, oder? Naja, jetzt erstmal zurück zu den Bubus. Mario, vielen Dank für alles, was du für uns getan hast. Endlich können wir wieder in Frieden hier leben. Musst du wirklich schon gehen? Ja, schade, schade. Aber wann immer du meiner weisen Ratschläge bedarfst, bist du herzlich willkommen. Wir alle würden uns freuen, dich wiederzusehen. Von nun an werden wir aufpassen, dass so etwas nie wieder passiert. Ich hoffe sehr, dass du die restlichen Sternhügel schnell findest. Vielen Dank. Ich bin sicher, dass wir uns bald wiedersehen. Bis dann. Bis dann, Mario. Yes, ciao. Was wir zuerst tun werden, ist ein paar Sternsplitter suchen, die in Bodenplatten zu finden sind. Und das Erste, was mir da einfällt, ist Aeronas Villa. Oh, eine Mail. Mario! Hast du doch nicht gerade eine Mail bekommen?
Das muss doch von Peach sein. Mario. Wahrscheinlich machst du dir große Sorgen um mich, aber es geht mir gut. Vielmehr mache ich mir Sorgen um dich. Meine Entführer scheinen wie du intensiv nach den Sternjuwelen zu suchen. Ich versuche herauszufinden, was sie planen. Wenn ich etwas erfahre, werde ich dir wieder schreiben. Pass gut auf dich auf, Peach. Es scheint der Prinzessin gut zu gehen. Freust du dich, Mario? Ja, natürlich. Und jetzt ab zur Ayaronas Villa. Da wären wir. Allerdings ist mir jetzt halt auf dem Weg hierher eingefallen, dass ich ziemlich dumm bin, denn im Baum müssten auch noch zwei Bodenplatten sein. Das ist nun mal nicht so wie bei Super Mario Sunshine, dass ich alles sofort weiß. Die 100 Sternsplitter in Paper Mario 2 sind wirklich nicht einfach. Und oh, da ist ja noch eine Schatztruhe. Und da finden wir Superstar P. Mehr Sternenergie nach Showeinlage eines Partners. Ja, ist auch kein so schlechter Orden. Und hier wäre der Sternsplitter, den wir suchen. Also dann, zurück zum großen Baum. Hier bei dem blauen Käfig. Da müsste was sein. Ja. Auch hier werdet ihr fündig. Ich weiß zwar nicht, warum hier ein Sternsplitter ist, aber naja. So, jetzt geht's erstmal zurück. Ich kann mich nicht an noch mehr erinnern. Wir werden immer mal wieder so ein paar Sternsplitter sammeln. Je nachdem, wann sie mir einfach in den Sinn kommen. So wie der hier gerade. Der ist mir nämlich jetzt doch noch eingefallen. Es wäre auch ziemlich nett, wenn ihr was wüsstet und es mir in die Kommentare schreibt. Wenn ich mal irgendwo vorbeigegangen bin, wo ein Sternsplitter ist. Weil ich kann mich echt nicht an alle erinnern. Deswegen bin ich auch teilweise auf euch angewiesen. Und hier brauchen wir erstmal Ayarona. Was willst du, du Drecksviech? Was, wieso haben die drei Leben? Jetzt wollte ich die mit einem Multisprung killen und dann haben die drei Leben. Na gut, Kupio, dann mach du's. Wird schon reichen, so, und weg. Nur ein Sternpunkt, na super. Vielen Dank. Ein Schäfchen. So, hier. Gibt es was zum Wegblasen? Das ist ja relativ offensichtlich, dass es hier etwas gibt. Und zwar... Herzlein Partner brauchen wir nicht. Herzlein ist überbewertet, finde ich. Ich werde auch gleich mit meinen vielen Sternsplittern zu dem Tauschonkel da gehen. Und ein paar eintauschen. Erstmal hole ich mir noch den hier. Ah, hier war er, okay. Also ihr seht schon, so nach und nach kommt es wieder in mein Gedächtnis, aber... Bestimmt nicht alle. Ich brauche wirklich eure Hilfe. Jetzt gehen wir aber natürlich zuerst zum Äonentor, um unser nächstes Ziel gesagt zu bekommen. Ich bin gespannt. Magische Karte, zeig es mir. Also dann, Mario. Jetzt ist das Sternjuwel an der Reihe. Jetzt kommt eines meiner Lieblingskapitel. Mein Zweitlieblingskapitel, ja. Ich habe drei, die ich ziemlich gerne mag. Und das ist mein Zweitlieblingskapitel. Jetzt wird's sehr, sehr episch. Oder ist das vielleicht sogar das erste? Vielleicht ist es sogar mein Lieblingskapitel. Das schwankt nämlich immer zwischen dem fünften und dem dritten. Also sagen wir mal, es ist ein sehr geiles. Und sonst nichts mehr zu. Dieses Mal ist unser Ziel in der Luft. Und wir suchen ein orangenes Sternjuwel. Yeah! Auf der magischen Karte wurde die Lage in den Sternenwelt eingetragen. Und das darf Professor Gumbart mal wieder deuten. Das ist sicher der Ort, an dem sich das nächste Sternenwelt befindet. Ist das etwa irgendwo in den Wolken? Was kann das bedeuten? I don't know. Aber er weiß mehr.
Unter uns schlummern also die Ruinen einer vor lange, lange Zeit zerstörten Stadt. Und die vereinte Kraft der Sternenwillen hält das Tor seither versiegelt. Um dieses Siegel zu erbrechen, braucht man wieder die Kraft des Sternjuwels. Oder der Sternjuwelen. Aber warum um alles in der Welt wurde der legendäre Schatz denn versiegelt? Etwa um ihn vor Dieben zu schützen? Nein, das musste geschehen, weil... Keine Ahnung! Verdammt. Nicht so heftig, Professorchen. Entschuldigt. Ich weiß nur, dass die Versiegelung des Schatzes und der Untergang der Stadt etwa gleichzeitig stattgefunden haben müssen. Aber mir ist unklar, warum die Stadt untergegangen ist. Die Quellen sprechen nur von einer Verfinsterung des Himmels und großem Unglück. Es bedarf weiterer Erforschungen, um mehr darüber herauszufinden. Verstehe. Aber was ist mit dem nächsten Sternjuwel, das auf der Karte eingezeichnet wurde? Vermutlich ist dies ein Verweis auf die Stadt in den Wolken, Falkenheim. Es gibt dort eine große Arena, in der erbitterte Wettkämpfe stattfinden. Auf den ersten Blick wirkt die Stadt wie ein netter Vergnügungspark, aber hinter den Kulissen wetten die Reichen auf die Köpfe der Kämpfer. Eine Stadt in den Wolken... Und gibt es auch einen Weg dorthin? Ein Luftschiff verkehrt mehrmals täglich zwischen Rohlinge und Falkenheim. Allerdings ist es problematisch, ein Ticket dafür zu bekommen. Man kann es nicht einfach auf normalen Wege kaufen. Aber irgendwie muss es doch möglich sein, ein Ticket zu bekommen. Nun ja, im Westend lebt Alpalmon. Vielleicht kann der ja etwas für euch tun. Westend ist das Gebiet westlich vom Rohlinger Marktplatz. Ja, nee, ist klar. Dort herrscht der Boss der örtlichen Mafia, ein gewisser Alpalmon. Ja, das hast du uns gerade schon gesagt. Hast du schon so viel Demenz, oder was? Alter. Man sagt, er würde gelegentlich nach Falkenheim fliegen. Dann lasst uns doch diesem Alpalmon mal einen Besuch abstatten. Das wäre gut, aber Alpalmon ist ein allseits gefürchteter Mafia-Boss. Außerdem... Irgendwie wiederholt sich hier alles. Außerdem lässt er sich so gut wie nie in der Öffentlichkeit blicken. Es wird also schwierig sein, ihn zu treffen. Ja, das klingt ja gar nicht gut. Was machen wir denn da? Vielleicht sollten wir erstmal den Sternsplitter hier rausholen. Genau. Ja, dann gehen wir nochmal zum Westend, oder? Alles sehr mysteriös. Und ich überlege gerade, ob hier vielleicht noch ein Sternsplitter ist. Müsste eigentlich so sein. Irgendwo ist, glaube ich, noch einer. Ah ja, genau. Genau. Übrigens, dass wir jetzt schon die Kontaktlinsen haben, ist ein großer Vorteil, weil jetzt müssen wir nach Westen und diejenigen, die es nicht gemacht haben, die müssen jetzt den ganzen Ärger mit den Kontaktlinsen erstmal machen. Und die haben dann die Arschkarte. Wir haben das bereits hinter uns und können gleich nach Westen gehen. Aber Moment. Oder doch? Doch, passt schon. Passt schon, ich hab nichts gesagt. Ah ja, genau, lesen tun wir erstmal. Die Krusionen, die den Wunderwald überfallen haben, haben sich zurückgezogen. Was wollten die nur? Und hier hinten? Zutlecke. Das kleine Wesen, das in den Ruinen der Katakomben lebte, ist verschwunden. Ein Tier lieber tot. Oh. Naja. Aber den Bubus geht es in ihrem Baum. In ihrem Vaterbaum mit Sicherheit viel besser. Und ich wusste doch, irgendwo ist ein Sternsplitter. Ja, ich hab's doch gewusst. Hallo Händler, was hast du für mich? Hat er diesmal was Geileres? Oh, den Dressmann W, damit kann man zu Wario werden. Allerdings habe ich kein Geld. Scheiße. Das ist wirklich schade. Wie es mit Orden aussieht, das werden wir auch noch gucken. Jetzt möchte ich erstmal nach Westen. Und da gibt's auch einige Sternsplitter für uns. Ach Gott, wie war das? Der erste müsste hier sein. Ja. Dann war noch ein weiterer direkt hinter dieser Röhre. Jetzt gehe ich richtig ab mit dem Sternsplitter sammeln, oder? Und hier ist der dritte. Ach, ich liebe dieses Spiel. Einige teilen meine Meinung, aber leider nicht alle. Finde ich sehr schade. Aber auf jeden Fall alle, die zuschauen, großes Dankeschön, dass ihr das Spiel mit mir spielt. Finde ich genial.
Ich freue mich auch über jeden Kommentar und Daumen hoch. Also das ist wirklich super. Peppermint 2 ist episch. Nun ja, Alpenmoon, das müsste hier sein. Hi. Ich grüße dich. Willkommen im Westin-Shop. Was kann ich für dich tun? So. Was, hier kann man sogar einen Lebenspilz kaufen? Nice. Hier geht's zu Alpenmoon. Allerdings kommen wir hier nicht weiter. Ja, ja, ja. Sagt der mir was Näheres? Der Boss hat mir den Laden hier anvertraut. Und wer sich hier daneben benimmt, landet ganz schnell vor der Tür. Verstanden? Ja, ja, ich weiß schon Bescheid. Aber ich möchte erstmal Lotto spielen. Hi. Jeden Tag eine neue Chance. Lottombola. Täglich wechselnde Gewinnenzahlen sorgen für Spaß und Spannung. Soll ich es dir genau erklären? Ja, von mir aus. Also, hör zu. Mit der Lottombola hast du jeden Tag die Chance auf super Gewinne. Du kaufst bei mir eine Losnummer, ne? Du kannst jedoch immer nur eine haben oder anstelle dieser eine neue erwerben. An dieser Tafel kannst du dann nachschauen, ob deine Nummer gewonnen hat. Wenn das der Fall ist, erhältst du auf der Stelle einen wertvollen Gewinn. Wenn nicht, hast du jeden Tag ab 0 Uhr eine neue Chance. Du solltest jeden Tag schauen. Dann gewinnst du mit Sicherheit irgendwann. Wann es 0 Uhr ist, kannst du auf deiner eigenen Uhr sehen. Kauf am besten gleich. Das erste Los bekommst du für 19 Münzen. Willst du kaufen? Ja. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe noch nie den ersten Preis gewonnen. Halt mal die Schnauze, ich will wissen, ob ich was hab. Es gibt 4 verschiedene Preise. So. Haben wir was gewonnen? Nein, wir haben nothing. Super. Oh, wie schade. Heute hast du nichts gewonnen. Aber morgen hast du eine neue Chance. Hier ist ein Trostpreis. Ja, Trostpreis ist ein Pilz. Braucht's nicht. Okay, das mit Alpenmoon ist so eine Sache. Der möchte natürlich nicht gefunden werden als Mafia-Boss. Oh, wie unwahrscheinlich. Da muss man erstmal was anderes machen dafür. Aber ich glaube, es war so, dass man erstmal zurück zu Professor Gumbart gehen muss. Und der sagt... Hey, Luigi! Na? Wie ist es dir denn so ergangen in deinem zweiten Kapitel? Oder ist er jetzt im ersten? Ach, was weiß ich. Stell dir vor, ich war am Feuerberg und da habe ich den Wunderkompass gefunden, ne? Naja, jedenfalls ein Teil davon und so, ne? Ein unglaubliches Abenteuer, wirklich, gell? Soll ich dir davon erzählen? Es ist allerdings eine etwas längere Geschichte, ne? Ja. Also, welche Geschichte willst du denn hören, ne? Gefahr am Feuerberg. Ja, also, das ist so eine voll lange Geschichte, gell? Ich komme also vom Pudding-Massiv und gehe direkt zum Feuerberg. War voll epic, ne? Der Weg dorthin führt durch einen bedrohlichen Dschungel. Der Dschungel steckt natürlich voller schrecklicher Kreaturen aller Art, ne? Und außerdem, auf dem Weg treffe ich einen epigen Blooper. Sein Name ist übrigens Gloom, ne? Gloom ist auch auf Reise und schließt sich mit mir spontan an, ne? Gloom ist echt wild, gell? Bei ihm zu Hause nennt sie ihn die weiße Bombe. Epic. Also, wir beide kommen jedenfalls am Feuerberg an, ne? Im Krater blubbert dann so eine epige Lava und heiß ist es da, gell? Außerdem stellt der Berg voller, steckt der Scheißberg voller epigen Fallen und, ne? Kompassschütze, ne? Am schlimmsten ist der Granitgolem, ne? Mindestens 30 Meter hoch, gell? Sein einziger Schwachpunkt ist ein roter Fleck auf der Stirn, ne? Und selbst ich komme mit meinen Sprüngen nicht so hoch, obwohl die epic sind. Aber ich hatte einen Plan, ne? Und hier kommt Glooms Einsatz, gell? Ich packe Gloom also an den Tentakeln, gell? Ich ziele, ne? Und dann schleudere ich Gloom genau auf diesen roten Punkt, gell? Und die weiße Bombe trifft genau ins Schwarze, gell? Na gut, ins Rote, ne? Ja, und so geht der Granitgolem dann, ja, weiß auch nicht, so zu Boden, gell? Epic. Danach war es ganz leicht, die epische Schatzkammer zu kommen und, ne? Nun, Prinzessin Erklär war natürlich nicht da, ne? Ist klar. Aber immerhin fand ich dort einen epischen Teil des Wunderkompasses. Und diesen Epic-Teil habe ich dann in den Richtungssockel eingelegt, gell? Diesmal zeigt die Nadel nach Westen, ne? Und das bedeutet, ich muss nach Ofendorf, ne? Im Kuchenland, gell? Und mein Weg dorthin, naja, ne? Der führt genau über Rohlingen, gell? So, jetzt weißt du auch mal, welches epische Abenteuer ich hier nehme, ne? Spring mich einfach an, wenn du mir ein Abenteuer berichten soll, ne? Also, ihr habt schon gemerkt, Luigi hat nun, weitere Wörter gelernt. Beim ersten Mal konnte er ja nur ne, jetzt hatte er Epic und Gel auch noch gelernt. Das ist
für alle, die es noch nicht wissen, eine Anspielung auf meine Klassenfahrt, die auf Galkind News zu sehen ist. Denn da hatte ich eine Reiseführerin, die wirklich ohne Scheiß jede Sekunde entweder epic, gell oder ne gesagt hat. Und naja, Luigi ist genauso ein Schwein. Übrigens auch hier ist ein Sternsplitter irgendwie irgendwo, genau hier. Und hier kommen wir weiter. Bei dem Typen hier. Was soll das, hä? Du kannst doch nicht einfach in das Versteck des Gangsters Mulisco reinkommen, Mann, oder? Was hast du überhaupt zu suchen, du Spast, hä? Was laberst du, ey? Du willst wissen, wie man zu diesem Schurken in Pelmon kommt, oder was? Alter, wegen diesem Kerl bringen ständig anständige Räuber wie wir es nie zu irgendwas, ja? Kapierst du das, Mann? Der macht ständig Friend for Sub und so, Mann. Der ist voll Spast, ey. Sogar von uns verlangt dieser Elpelmon gnadenloses Friends. Und du willst wissen, wie man einen solchen Typen treffen kann? Sub for Sub. Das kostet dich eigentlich 64 Münzen, aber wenn du es unbedingt wissen willst, dann sage ich dir, wie es wirklich geht. Für eine Information, da musst du richtig zahlen, Mami, das sag ich dir, du. Es führt nichts dran vorbei, wir müssen zahlen. Ja, bist du auch sicher, hä? Ja. Abzocke. Na gut, die 64 Münzen hast du ja brav bezahlt. Also, Herrgott, so du Spurst. Elpelmon betreibt im Westen deine Spielhalle. Kauf in dem Laden daneben einen Trockenpilz und einen Schwirrwarr. Achte auf die Reihenfolge. Kauf erst den Trockenpilz und dann den Schwirrwarr. Hast du kapiert? Den Trockenpilz zuerst! Dann fragt dich der Ladenbesitzer nach deiner Lieblingsfarbe. Antworte gelb. Das ist das Passwort, mit dem du in das Büro von Elpelmon kommst. Alles klar? Ja! Das ist alles, was wir wissen müssen. Erst Trockenpilz, dann Schwirrwarr. Ich hoffe, ich vergesse es bis dahin nicht. Ich mach's einfach wie bei... Wie war's? Sonne, Mond, Bubu, Stern und laber's die ganze Zeit vor mich hin. Nein, Schmarrn, brauche ich gar nicht. Das werde ich aber mir wohl merken können. Erst Trockenpilz und dann der Schwirrwarr. Trockenpilz, Schwirrwarr. Trockenpilz, Schwirrwarr. Trockenpilz, Schwirrwarr. Okay, okay, ich geb's dir zu, ich hab's wieder vor mich hingelabert. Also gut, Trockenpilz. Yeah, ich habe keinen Platz für weitere Items. Super. Ach komm, du kannst mich mal. Kann ich bei dir lagern? Ach komm schon, lass mich lagern. Items lagern. Okay, ganz langsam. Lagern. Ja, Schäfchen brauche ich nicht. Schrumpfer brauche ich nicht. Und den Hotelgutschein, den lagern wir auch. Für die Arena brauche ich eh bessere Items. Also, Trockenpilz. Und Schwirrwarr. So, ist richtig. Welche Farbe hat eigentlich dein Bart? War die Frage nicht irgendwie anders? Na egal, gelb. Oh, das war die falsche Frage. Also noch einmal. Welches ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Jetzt, gelb. Das Passwort stimmt. Dann bist du wohl ein Bekannter von Elpelmon. Oh, ja. So kann man es auch nennen. Ich habe die Tür für dich geöffnet. Bitteschön. Vielen Dank. Im nächsten Part werden wir den Mafia-Boss treffen und hoffentlich überleben. Denn der scheint ja echt ein Asozialer zu sein. Naja, bis zum nächsten Mal von Paper Mine 2, die Legende vom Millionentor.